Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zajac hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Norberts Welt. Hallo. So, hi. Selber hallo. Na, was haben wir vor? Vor mir habe ich einen Gang. Ja, ich gehe jetzt nach Sugarglider. Sehr schön. Die kriegen eine neue Voliere, eine richtig schöne große. So, da haben wir sie. Also, da ist also nicht einfach. Das Beste wäre, ich mache mal den Nagarium auf. Warte, ich habe da was. Ich habe dir was mitgebracht. Nee, ich brauche da nicht. Du nimmst die mal und du hältst mal den Kopf da rein. Alter Schwede. Ist gar kein Schwede drin. Das riecht sehr stark. Moschus heißt das, glaube ich, ne? Und da sind die jetzt drin. Das sieht jetzt, muss man auf den ersten Blick jetzt mal nicht so tierfreundlich aus, wie wir die im Sack halten. Warum machen wir es? Die waren doch gerade in einem Sack drin. Die schlafen noch. Die sind noch nicht mal. Oh! Hast du gehört? Jetzt hat einer geschimpft. Ich habe oben das Licht ausgemacht, weil ich habe zu. Ich habe nicht denen das Licht ausgemacht, sondern der beschwert sich jetzt, dass ich das Licht ausgemacht habe. Aber ich drücke die nicht oder so. Ich möchte nur nicht, dass die weglaufen. Wie krass. Ja, dann lass uns beeilen, weil ich glaube, der findet das gar nicht so geil. Ich bin am Start. Fast so, ich bin hinter dir. Ach, schon wieder. Wo geht's denn überhaupt hin? Ja, hinten in die Ecke. Alles klar. Oh, jetzt beißt mir gerade einer in die Hand. Echt jetzt? Nee, er kommt aber nicht durch den Sack. Aber hier vorne hat das gerade einer versucht. Echt? Ja. Wie viele sind denn da drin? Keine Ahnung. Ein Sack voll. Aha. Ich kaufe immer Tiere sackweise. FBI, open up! Der beißt zu, ne? Ja, der versucht da durch den Sack durch. Wie viele sind? Weißt du wirklich nicht, wie viele darin sind? Nee, weiß ich nicht. Hat mir keiner gesagt. Aber okay. Ich hatte ja nur gesagt, wir müssen denen mal eine Voliere geben. Also das Gehege, wo die drin waren, das war eigentlich groß genug, so als Verkaufsgehege. Ja. Fangen braucht man die ja nicht. Man kann die ja sackweise abgeben. Ja. Aber wir wollen mal den Kunden zeigen, wie so ein Gehege aussieht, wie man zu Hause Sugarglider hält. Okay, aber dann lass uns doch direkt mal darauf eingehen, denn das Ding hier ist ja locker. 5 Meter, 4 Meter lang. Ja. 2,50 Meter hoch, oder? 2,20 hoch. Ja. Ja. Und wie breit? 3. 2 Meter, auch 2,20. 2 Meter, nee, da ist nur 2 Meter breit, 2,20 hoch und so locker 4 Meter lang. Okay, finde ich gut. So ganz so groß muss das nicht zu Hause sein. Aber ihr habt ja sowieso da das eine Zimmer da, ne? Diesen Abstellraum, den man eh aufräumen könnte. Und da könnte man die schön reintun. Macht dann mal den ganzen Klamotten alle raus, macht dann mal schön sauber, streicht das mal neu. Und, ne? Aber alles nur mit gesunden Sachen. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob die jetzt rausgesprungen kommen oder ob die nur schimpfen oder ob die mir ins Gesicht springen. Ja, ich mach den Sack so auf, dass er in deiner Richtung auf ist. Alles klar. Damit mir dann nicht so viel passiert. Ja, ist ja gut. Also das ist jetzt nicht eine alte Kaffeemaschine, die jetzt gerade anläuft oder so. Es klingt aber auch eher ein bisschen wie so ein Motor, den da man versucht einer zu starten. Da haben wir schon einen. Da ist er. Da ist er. Guten Morgen. Guten Morgen. Naja, bis du heute Morgen angefangen hast, war ja schon ein bisschen spät. Aber sind die jetzt zahm oder muss ich irgendwas beachten, damit ich die nicht erschrecke? Oder ja, das sind natürlich nachgezüchtete Tiere, aber wir haben ja hier im Betrieb natürlich auch keine Zeit, mit denen immer zu spielen. Ja. Das Zähmen muss man dann schon selber zu Hause machen. Da ist der Nächste. Da kommt der Nächste. Das ist die Nummer 2. Das sieht doch schon mal ganz lustig aus. Das sieht lustig aus, definitiv. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Nummer 3. Der sieht ein bisschen kräftiger aus. Da denke ich mal, das wird ein Weibchen sein. Keine Lust auf Seil. Oh. Hey. Ja, das weiß ich nicht. Haben wir das auf dem Bild? Yep. Da haben wir vielleicht dann schon gesehen, dass er so beim Springen die Arme gespannt hat. Das war alles. Und ja, flott sind die auf jeden Fall. Mehr wandert nicht. Und der sitzt da immer noch, total entgeistert. Weiß gar nicht, wie ihm zumute ist. Ja, der ist also noch ein bisschen stinkig, dass ich ihn seinen Sack weggenommen habe. Dabei haben wir es ja nur gut gemeint. Ja, man muss ja dabei sagen, die sind ja eigentlich so dämmerungsnachtaktiv. Ja. Und jetzt haben wir die am späten Vormittag geweckt. Mögen die gar nicht. Also wenn ihr da in die Kommentare was reinschreibt, dass das nicht in Ordnung ist, also ist Jimmy schuld, weil der kam wieder viel zu spät. So wie immer. Ihr kennt das doch, ne? Ich will die Geschichte jetzt nicht noch mal wiederholen, das kennen wir ja, das kommt immer zu spät.
Aber das ist ja auch sehr interessant, dass das jetzt so ein Beutel ist. Was man also grundsätzlich machen sollte, ja, bei ganz vielen Tieren, dass man aus dem alten Gehege, wo man die hat, oder wenn man ein Tier erwirbt und mit einem Transportkäfig so nach Hause kommt, dass man den Käfig oder Teile aus dem Käfig wieder da reinhängt, dass die Tiere wieder den eigenen Geruch haben. Denn die markieren ihr Revier. Und jetzt riechen sie schon mal, da ist mein Revier. Ja. Und den finden die gleich. Dann gehen die alle in den Sack wieder pennen. Okay. Nur die brauchen das als Orientierung. Hier bin ich zu Hause, hier ist mein Revier. Und Fremde, die wissen ja nicht, dass keine Fremden hier sind. Und Fremde kommen dann da nicht hin und sagen, ach, da wohnt schon welche, such dir was anderes. Norbert, jetzt haben wir ja hier im Käfig 1, 2, 3, 4 Beutel. Und scheinbar ist das Thema Beutel beim Kurzkopf-Gleitbeutler ja schon so ein Thema. Vor allen Dingen steckt das Wort ja schon im Namen drin. Ja, das ist eigentlich nicht so ganz richtig, denn hier hängen 5 Beutel, wenn ich das sehe. Hattest du sonst noch eine Frage? Nee, der Name kommt sicherlich nicht von Beutler, weil die im Beutel schlafen. Aber die nehmen Beutel super gerne an, viel lieber als irgendwelche Nistgästen. Scheinbar mögen die das. Die leben ja oft gerne oben in den Bäumen und da sind sie auch viel sicherer und wohnen dann da in Höhlen. Und im Baum schaukelt ja auch im Wind und dann finden sie das scheinbar alles viel netter. Dafür hat man diese Beutel gemacht. Aber der Name kommt natürlich daher, die kommen aus Australien und in Australien gehört sich das als ordentliches Säugetier. Da hat man einen Beutel, so wie ein Koala, wie ein Känguru, wie eine Beutelratte. So, dass er auch geschützt ist beim Springen, beim Gleiten. Da muss ja das Jungtier geschützt sein vom ersten Tag an, denn sobald ja Gefahr im Busch ist und er wegrennen muss und gleiten muss, muss ja das Jungtier geschützt sein. Sonst wäre ja die ganze Liebe vergebliche Liebesmühe gewesen. Jetzt haben wir da oben einen sitzen und warten mal, ob der vielleicht sogar auf deinen Kopf gleitet. Wie gleiten die denn überhaupt? Man kann das jetzt nicht so genau sehen. Also vom Vorderbein zum Hinterbein, da sieht man also, das Fell ist normal so ein bisschen gewellt. Wenn man das so genau beobachtet, ist das Fell, was hier ist, etwas länger als das andere. Das heißt, das Fell hängt vom Bauch, von den Hinterfüßen bis zu den Vorderfüßen zusammen. Und wenn er sich so streckt, dann spannt sich das. Mhm. Ihr habt doch bestimmt immer schon so einen Gleitflieger mal im Fernsehen oder wo gesehen. Heißt die nicht Basejumper oder so? Ja, ich glaube, ja. Auf alle Fälle, die machen das genauso. Die machen eben die Beine und Arme strecken die voneinander. Und das ganze Fell, weil das so viel ist, spannt sich da so rüber. Und dann sind die wie so ein Basejumper, gleiten die. Also dieses Häutchen, was die da so gespannt haben, wenn die so fliegen, heißt beim Gleitbeutler Patagium. Aber die können schon ziemlich große Strecken fliegen, ne? Also 10, 20 Meter ist gar nichts, selbst 45 Meter angeblich hätte schon jemand gesehen und gemessen. Ja, hat aber natürlich mit der Höhe zu tun, ne? Wenn ich auf einem hohen Baum bin, kann ich weiter fliegen als auf einem niedrigen. Das ist natürlich richtig. Das ist natürlich das Entscheidende dabei. Die könnten sicherlich auch 100 Meter fliegen. Wird auch schon passiert sein, wenn die irgendwo auf einer Erhebung sind und auf einem Baum und fliegen dann so eine ganze Strecke runter. Und dieser Flug ist natürlich wie bei so einem Basejumper super schnell. Ne? Das heißt, um allen Feinden zu entweichen, bis er den wahrgenommen hat, ist er schon lange weg. Norbert, jetzt haben wir hier ein bisschen Futter vorbereitet, weil wir gedacht haben, wir können die Tiere ein bisschen locken. Ich habe aber auch noch anderes Futter hier in diesem Käfig gefunden. Und das ist dieses hier. Scheint lebend zu sein und sieht mir aus wie Mehlwürmer. Also ist es ja scheinbar auch ein Fleischfresser. Ist natürlich Mehlwürmer, ganz klar. Aber die Vorbereitung hättest du jetzt gar nicht machen brauchen. Die gehen ja jetzt schlafen wieder. Ich merk's, die sind nämlich komplett alle schon wieder weg. Heute Abend, dann kommen die. Dann könnte man das frisch geben. Aber Mehlwürmer leben ja, die bleiben natürlich am Leben. Ist gar kein Problem. Dieses Futter hier ist so ein Mix aus Igelfutter und Katzenfutter. Okay. Also ein eigenes Futter gibt's für die Tierart noch nicht. Aber damit kommen die prima zurecht. In der Natur ernähren die sich natürlich auch ganz anders. Ernähren die sich gerne von allem Fleischlichen, also und nicht nur Mehlwürmer. Auch da sollte man Abwechslung geben. In der Natur fangen die sich kleine Säugetiere, also so Mausegröße. Jetzt haben wir am Anfang des Videos festgestellt, dass sie ja schon einen strengen Geruch haben. Und die Männchen sollen scheinbar oben auf dem Kopf eine kahle Stelle haben, worüber sie
Ja, die hast du ja noch nicht mal. Ein Sekret oder ein Duft abgeben, der echt streng riechen soll. Ja, das ist wirklich so. So von anderen Tieren kennen wir das ja, dass die ihre Duftdrüsen irgendwo am Körperende haben, ja, und damit teilweise kräftig riechen können. Das haben also nur die Männchen oben am Kopf, da ist so eine kahle Stelle. Und da sind also diese Duftdrüsen drin, das ist schon ein sehr herber Geruch, den die verbreiten. Und dann können die sich überall mal so scheuern und überall an jedem Ast, wo die sich so gescheuert haben, riecht das nach dem, der das Gelände da gerade markiert hat. Warum markieren die denn ihr Gelände so und vor wem? Also einfach vor anderen Mitbewerbern, für die Weibchen oder wofür machen sie das? Ja, eigentlich bist du da schon ganz richtig. Ja klar, der markiert sein Revier. Wenn ein anderes Hörnchen in die Gegend kommt, dann riecht er sofort, oh, hier ist schon einer, der hat sein Revier markiert. Wolltest du dich auf eine Prügelei einlassen oder hältst du Abstand, suchst dir Neues? Und die Mädels finden dann natürlich sofort, ach, hier ist schon ein Männchen unterwegs, vielleicht sucht er ja noch ein süßes Hörnchen. Norbert, ich habe hier so ein paar YouTube-Videos gefunden, in denen man echt das Gefühl dafür bekommt, dass die sehr, sehr zahm werden können, was sie ja wirklich zu einem coolen Haustier machen kann. Man streckt quasi irgendwie so seine Hand aus und der Sugarglider oder der Kurzkopf-Gleitbeutler gleitet auf die Hand seines Herrchens. Ja, das ist natürlich Training. Wie immer, wenn man Tiere zähmt, zähmen kann man am besten über Futter. Dann nimmt man so einen Mehlwurm, wenn die wach sind, gibt den mal ein, zwei Tage keine Mehlwürmer und dann gibt er den mal einen Mehlwurm und dann schnuppern die und dann essen die den. Und wenn die dann nach ein paar Tagen gewöhnt sind, aus der Hand gibt es immer Mehlwürmer, kann man das also so weit bringen, man geht also so auf wenige Zentimeter und hält den und wird sehen, der gleitet auf meine Hand. Im Anfang sieht das aus wie drauf springen beim kurzen Abstand, holt sich den Mehlwurm, man setzt den wieder zurück, übt das aus immer größeren Entfernungen. Also ich habe Bekannte, die schaffen das bis auf 10 Meter Entfernung. In dem Augenblick, wo er die Hand hebt, kommt er angeflogen und holt sich seinen Mehlwurm. Krass, aber also, cool, weil die waren jetzt noch nicht so ganz zahm, aber ich meine, die sind wahrscheinlich... Ja gut, das sind ja Jungtiere, die wir hier haben und die wir abgeben. Da suchen wir die Familie noch, die mit denen üben will. Aber kann man auf alle Fälle hinkriegen, die werden wirklich super zahm. Norbert, ich bin wieder ausgefragt. Und hier haben wir nochmal unser Stunt-Double vom Anfang des Videos. War natürlich kein echter Sugarglider. Aber falls ihr noch weitere Fragen habt zum Sugarglider, stellt sie wie immer in den Kommentaren. Ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen, die Glocke direkt mitmachen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und die letzten beiden Videos hier waren mindestens genauso interessant wie dies hier. Instagram abonnieren, TikTok abonnieren und Facebook auch gerne. Und dann sehen wir uns nächste Woche Samstag wieder. Danke fürs Einschalten. Tschüss.